Die Hexenheilerei ist euer verschwiegener Ansprechpartner für all eure Bedürfnisse. Ich habe Zaubertränke für Krankheiten, Liebesschmerz, zum Ärgern von Kindern. Das bringt das hohe Alter mit sich. Die Leute glauben allmählich, man hätte etwas Magisches an sich. Und dann kommen die Beleidigungen. Doch mit einiger Erkenntnis von Pflanzen und Zaubertränken kommt man über die Runden. Nicht, dass die Leute gern zugeben, dass sie bei mir kaufen. Seht ihr? Ich habe sogar etwas Zaubertrank für den Vogt. Könnt ihr ihm den bringen? Richtet ihm einfach aus, dass damit sein Problem behoben sein dürfte. Ich danke euch. Glauben, sie könnten in meiner Stadt morden? Ich werde mal danach einen Kopf kürzer machen. Igmunds Onkel und sein Vogt. Oh, ja. Danke. Hier, bitte. Etwas Gold für eure Hilfe und eure Verschwiegenheit. Der Jarl hat ein Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Ich habe Briefe zu schreiben. Es hat sich herausgestellt, dass Malanach der wahre Mörder von Markhart war. Im Namen der Stadt entschuldige ich mich hiermit für eure ungerechtfertigte Festnahme. In der Tat, eine persönliche Angelegenheit. Mein Vater starb bei dem Versuch, mit den Abgeschworenen zu verhandeln. Damals, als das noch möglich war. Sie haben seinen Schild zu diesen Hexenrabenbestien gebracht, mit denen sie im Bunde stehen. Ihr müsst ihn dorthin zurückbringen, wo er hingehört. Doch seid gewarnt, das ist eine gefährliche Aufgabe. Keiner meiner Männer hat je eine Begegnung mit einem Hexenraben überlebt. Ich würde es verstehen, wenn ihr Nein sagt. Die Götter mögen über euch wachen.